Nehmt eine Seele, ein Leben, von mir weg, und euer eigenes Leben, euer ewiges Heil, wird nicht mehr euer Recht sein. Montag, 17. Februar 2014, 0 Uhr 15. Meine innig geliebte Tochter, wenn die Zeit kommt, für den letzten Tag des Gerichts, dann werden viele Seelen mich abgelehnt haben und es wird viel Angst in ihren Herzen herrschen, denn bis dahin wird die Wahrheit wie ein kristallklarer See sein, ohne einen Makel. So klar wird die Wahrheit sein, dass es genauso sein wird, als ob sie, die Seelen, in einen Spiegel starren. Und was werden sie sehen? Sie werden mein Antlitz sehen, meinen Schmerz, meine Liebe, meine Reue, meinen Zorn, und dann werden sie meine Gerechtigkeit sehen, denn dann kann es kein Zurück mehr geben. Die Zeit, die der Menschheit gegeben ist, sich selbst zu retten, ist jetzt. Ich habe diese Zeit gewährt, damit ihr euch alle in dieser Zeit vorbereitet. Nutzt sie weise, und ihr werdet die Heiligkeit Gottes sehen. Vergeudet sie, und ihr werdet niemals das Licht oder die Herrlichkeit meines Königreiches sehen. Ihr werdet stattdessen die ewige Trennung von mir ertragen müssen. Eure einzige Gesellschaft wird ein Rudel Wölfe sein, böse Dämonen, in dem Abgrund, der die Heimat des Tieres ist. All diejenigen, die der Bosheit erliegen, gleich welchen Ausmaßes, werden weiter und weiter von mir abfallen, je mehr ihr das Wort Gottes ablehnt. Diese Zeit ist der Menschheit gegeben worden, damit sie sich richtig vorbereiten wird. Meine Mission ist es, die Spinnweben von euren Augen wegzuziehen, damit ich euch zeigen kann, was ihr tun müsst, damit ich euch in meinem neuen Paradies willkommen heißen kann. Diese Mission könnte eure einzige Chance sein, euch in die Lage zu versetzen, meine Hand zu erfassen, bevor ihr in ein großes Vakuum von Täuschung eintaucht. Satan hat erklärt, dass ihr auch weiterhin die Seelen derer, die mich lieben, stehlen werde. Sein einziges Augenmerk in dieser Zeit ist es, jene, die mich wirklich lieben, von mir wegzuziehen. Daher wird er jeden Zweifel, jede Lüge und jede Gotteslästerung in diejenigen Seelen pflanzen, die ihr Leben nach der Wahrheit leben. Durch seinen Einfluss werden diese Menschen von mir abfallen. Satan verspottet mich stolz, und jedes Mal verliere ich eine Seele an ihn. Er schwört, dass er nie aufhören werde, jede Mission auf Erden, die von mir gesegnet worden ist, um Seelen zu retten, stören werde. Ihr dürft niemals meine Feinde angreifen oder mich gegen sie verteidigen. Verliert niemals die heilige Bibel aus den Augen. Lasst niemanden sie manipulieren. Ignoriert jene, die versuchen, euch davon zu überzeugen, dass Gott jeden Versuch, ein einziges Wort, eine einzige Prophezeiung, ein einziges Gebot zu ändern, dulden würde, denn das ist die größte Sünde. Brecht niemals das erste Gebot. Niemand kann sich über Gott stellen. Wer auch immer unter euch sündigt, er muss zu mir zurückkommen, immer und immer wieder. Schämt euch niemals, zu mir gelaufen zu kommen. Lasst euch nicht mit Hass jeglicher Art erfüllen. Es ist eure Sünde, die ich verabscheue, doch ich verzeihe sie. Ich liebe euch und werde fortfahren, euch zu lieben. Es ist, weil ich euch liebe, dass ich euch diese Zeit gewährt habe, um euch alle zusammenzubringen. Erlaubt dem Bösen nicht, euch von eurem Bruder oder eurer Schwester zu trennen. Hört nicht auf irgendetwas oder irgendjemanden, der versucht, euch wegzuziehen von meinem Werk, von dieser Mission der Erlösung. Eure Treue zu mir ist wichtig, denn es seid ihr, meine Restarmee, die maßgeblich daran beteiligt sein wird, den Rest der Welt davor zu bewahren, das gleiche Schicksal zu erleiden wie jene, die es abgelehnt haben, auf Noah zu hören. Jeder, der dafür verantwortlich ist, eine einzige Seele von mir weggenommen zu haben, wird dafür leiden. Mein Zorn ist am schlimmsten, wenn ihr, nicht zufrieden, euch auf den Zustand eurer eigenen Seele zu konzentrieren, bewusst versucht, einen anderen mit euch zu nehmen und weg von meiner Liebe und meinem Königreich. Ihr seid früher vor den Folgen gewarnt worden. Jetzt erinnere ich euch noch einmal daran. Nehmt eine Seele, ein Leben, von mir weg, und euer eigenes Leben, euer ewiges Heil, wird nicht mehr euer Recht sein. Euer Jesus.